Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival. Und wie ihr da eben oben gesehen habt, ja, unser Server ist vom THW gesponsert. Und ich finde das gut. Und ja, gut, dass wir eben halt hier sind, weil dann können wir eben halt dann können wir eben halt von hier aus das kaputt machen. Und lol. Und wir haben ja in der letzten Folge noch zum Schluss unser Server abgekackt. Und wir haben ja zum Schluss noch hingesehen auf einen anderen Server, den Indominus Rex. Direkt so Spawn Indominus. Aber ich musste hier auf dem Center. Ich mag Center irgendwie. Wenn ich ehrlich bin, das ist die einzige Map, die ich bis jetzt eigentlich richtig angeguckt habe. Die anderen habe ich gerade mal vielleicht 10 Sekunden gesehen. Und so, und das nächste, denke ich mal, wollen wir was Größeres haben. Nö, und deswegen. Okay, aktiv wandern. Die timen wieder auf 10 Uhr morgens. Das ist doch schön. Und der schwimmt da rum. Das ist doch auch super. Das passt doch eigentlich uns allen ganz gut. Warum jetzt da ein Brontosaurus ist, frag mich bitte nicht. Aber wir gehen jetzt heute auf T-Rex-Jagd, also allgemein auf Jagd. Jetzt nehmen wir eben halt unseren Velo, wenn wir ihn schon am Anfang. Dank dem Velo haben wir überhaupt es hinbekommen. Achso, du bist zu schwer, oder? Mir so was hassen hab. Das ist nicht. Ich bin zu schwer. Naja, immerhin, ne, treibe ich Benzin auch rum. So, jetzt. Wir gehen heute mal auf. Wir gehen mal suchen auch. Okay. Können wir ja runter. Wow. Okay, und Gewehrmuni haben wir die auch noch? Nein. Nein, haben wir nicht. Warum auch? Warum auch, ne? Warum Steam? Ach man, ich hasse das Kabel, Mann. Ark. It wanted rifle. Okay.
Okay, morgen ist Schule. Also, wenn ihr die Folge seht, ist eigentlich für alles vorbei, aber also, wenn ihr die Folge hier seht, ist schon eigentlich alles vorbei, was ich gesagt habe. Also, ich habe morgen noch Schule, dann habe ich noch übermorgen Schule. Also, ich habe Mittwoch, Donnerstag und Freitag noch. Und dann geht's ab ins Praktikum und danach ab in die Ferien. Deswegen produziere ich auch ein bisschen vor. Ein bisschen nicht viel, aber. Habe ich nicht vorher gesagt, unsere Base ist immer im Westen. Ah, guck mal, guck mal, guck mal, die haben schon wieder einen T-Rex erlegt. Wir gehen irgendwann mal auf den Dominus Jagd. Also irgendwann, wenn wir eben halt für einen Raptor, den ich jetzt habe, einen haben, für die Schildkröte, für Kano, für ein Bronto, dies, das. Ne. Ja, schön, dass dort hinten all durch. Wollten wir nicht auf Jagd gehen? Okay, der kommt. Piss dich. Warum kann der schneller schwimmen? Hat der hat. Sonst verarschen. Ist das? Lol, erstens, ich kenne den Typen nicht. Und nee, es ist dieser Typ, der dies andere gemacht hat da. Ich finde seine Ebenheit schöner als die anderen. Weil dann bauen wir die Ebenheit nochmal um. Und er hat gesagt, ja, er gibt sie mir eben halt kurz. Dauert. Das. Er schreibt.
Immer so. Gucken. Ich will immer nicht vorher weitergehen, weil Folge ist Folge. Boah, Spawn-ID, also Blueprint und so. Sonst geht das eben halt ja nicht. Weiß jetzt eigentlich nicht, wo der hin ist. Ich weiß ja nicht mal, was das war. Albertosaurus, ne? Bin ich eigentlich aufgelevelt? Nö. Okay, ich denke mal, er guckt, wo die ist. Das wäre echt nice. Weil auf der Seite steht es eben halt nicht. Was? Ich habe keine Ahnung, was das war. Innen ist ein Spini. Ach, das ist Diente, glaube ich. Der Bär wird gejagt. Da bin ich wieder. Ich habe kurze Pause gemacht, weil ihr müsst ja nicht immer alles sehen, was ich schreibe. Wenn du ihn hast. Geht gleich los. Okay, wir wollten bis jetzt eben halt noch keinen Spino haben. Okay, ich sehe aber den. Wo ist der jetzt? Da ist er. Warum? Was war das? Es wäre immer mega nice, weil dann. Lila. Sie ist richtig ein T-Rex.
Ah, von Jurassic Park. Okay, ich mach schnell. Weil die Folge geht ja nicht so lange. Ups. Was ist denn jetzt nun der T-Rex? Ach, der ist da. Wo ist denn der jetzt? Also, der hat ja kaum Schaden. Alles klar. Wer mich im Anku... Alter. Hat er gerade 100? Aber das ist normal. Der ist größer als der T-Rex. Hallo. Er ist tot. Jo. Anscheinend dauert das. Nee, auf die Map gucken finde ich kacke. Okay, ist bis jetzt richtig, glaub, aber wir kommen auch in richtige Richtung.
glaube hier irgendwo. Ich glaube, einen Berg nur noch hoch und dann ist wieder unsere Base dort. Ja, dann ist wieder unsere Base hier. Also, wie man sieht, haben wir eben halt eigentlich alles. Wir haben hier einen Brontosaurus, wir haben hier einen Brachiosaurus. Hallo. Ja. Erstmal sperre ich so oder so alle Tiere bei mir ein. Also T-Rex ist auf jeden Fall kleiner als der Bronto. Steck fest im Bronto. Cheat gut. So. Brachiosaurus. Sehr schön, dass er gekackt hat. Dann können wir noch die dauert noch. Also haben wir ein neues Level. Klar, immer auf die Tragelast. Ich hoffentlich mal weiß, was ich meine. Weil ich finde die hässlich. Klar. Gut, vielleicht, also es ist eben halt vielleicht doch besser, mal mit denen Kontakt aufzunehmen, wenn sie Deutsch können. Klar, können wir auch anderen Sinn schreiben, aber wofür, ne? Also, das Gehege ist schon mal groß genug. So in der Größe habe ich mir eben halt eigentlich jedes Gehege vorgestellt. So habe ich es mir eben halt eigentlich auch vorgestellt. Das. Ne, die laufen immer weg wegen dem Tyrannosaurus Rex. Ne. Aber immer keine Muni. Na, nice. Er abonniert, kriege ich immer Nachricht.
Was ist denn da hinten? Also, das sind ja auch Fische, ne? So. Klar. Aber irgendjemand ist dort gestorben. Das sieht aus wie ein Fisch. Das wäre schon geiler, wenn es die anderen wären. Oh. Muss ich ja für einen T-Rex. Klar, ne? Warum meint T-Rex immer halt keine anderen Fressbeutel nicht? Er sagt meine Neutral. Aktiv wandern finde ich immer geil, dass es wirklich die Funktion gibt. Ne? Und weil sonst stehen die ja immer rum. Ah, oh, was ist das? Brachioei. Mit wem? Ey, bist behindert. Er mag mein T-Rex. Lol. Okay, wir warten noch, bis er eben halt uns den Spawn-Dings da schickt. Mit Blueprint und so. Finde ich schön, weil ich finde die irgendwie breiter, schöner. Und es passt eher zum Jurassic Park. Und wenn es wirklich so dieser Spawn ist. Ne? Dann muss ich noch mal was fragen. Also, wo muss ich ihm halt anschließen? Weißt du? So ist es aber eigentlich gemeint, oder? Nicht von an. Also ich würde gerne anschließen, aber wo? Ah, nice. Okay. Ja. Das dauert dann immer Jahre und habe ich immer halt keinen Bock.
Er macht das eben halt. Okay, wir warten nicht mehr, bis er mir ihn geschickt hat. Ich mache so lange Pause und dann, wenn er mir den geschickt hat, dann machen wir weiter, okay? Bis gleich. Meine Damen und Herren, wir haben unseren. Wir haben es. Wir haben's. Er hat es uns geschickt. Unser netter Kollege hier ist aber anscheinend wohl jetzt wieder off. Und das ist anscheinend wohl die, die dort müssen. Danke, meine Damen und Herren. Dachte, man kann nie was machen. Wir haben es von ihm bekommen. Wir können alle Scheiße einreißen. Erstens. Er hat mich abonniert. Geil. Danke. Danke nochmal dafür, wenn du das Video siehst. Danke nochmal für deine Unterstützung, dass das Let's Play auch laufen kann und jetzt auch mal von den mit den richtigen Sachen passiert. Und zur Not mache ich mir eben halt jetzt einmal ein Foto. So. Und dann bauen wir in der nächsten Folge das Gehege mal richtig. Und ne? Ja, ciao, ciao! Und vielleicht gibt es sogar irgendwie mal am Wochenende einen Livestream von Ark.